Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag und ich darf Ihnen noch einmal ein gutes neues Jahr wünschen. Heute ist 9. Januar 2017 und ich habe eingeladen den SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Fritz Felgentreu aus dem Wahlkreis Neukölln. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Brinkmann. Und ein gutes Jahr wünsche ich Ihnen. Wünsche ich gleich auch. Für Sie wird es besonders spannend, denn Sie wollen ja wieder Bundestag. Ja, ich kämpfe da um meine Mehrheit. Und die Nominierung ist noch nicht gewesen. Die kommt noch. Am 21. Januar. Stelle ich mich der Neuköllner SPD. Kein Gegenkandidat, also werden Sie durchkommen. Dann müssen Sie noch die Wahl gewinnen. Das ist die eigentliche Hürde. Es gibt jetzt ein Datum, 24. September, stand gestern in den Sonntagszeitungen. Bleibt es dabei? Wissen Sie, was genau ist? Nein, aber das ist naheliegend. Um den Dreh rum war es letztes Mal auch. Ja, also nicht 17., wie wir bisher angenommen haben, sondern 24. Na, auch gut. Und dann drücke ich mal die Daumen. Wie wir waren es letztes Mal? Ich würde, dass der Berlin-Marathon uns da in die Quere kommen könnte hier im in Berlin. Ernst? Das wird nochmal spannend. Ja, da kommt man nicht zum Wahllokal, weil man nicht über die Straße kommt. Geht mal nach Hause. Können Sie nicht entweder den Wahltag jetzt verlegen oder den Marathon. Ja, ich glaube, den Marathon zu verlegen ist schwieriger. Aber ich vermute, dass man darauf keine Rücksicht nehmen wird, weil der Rest der Republik keinen Marathon hat. Und da werden die sagen, Einzelschicksale. Ja. So Sie, ist das eben in Berlin. Sie können ja vorne weglaufen und Ihre Wählerinnen und Wähler einsammeln. Genau. Wir haben noch nicht Sitzungswoche. Eine Woche ist noch sitzungsfrei, was nicht heißt arbeitsfrei. Was gibt es denn noch zu tun? Der Bundestag tagt jetzt, beginnt nächste Woche und dann geht es bis August oder Juli und dann ist Schluss. Ja, es kann auch sein, dass nach der Sommerpause noch mal eine Sitzung oder sowas stattfindet. Ja. Das ist, um letzte Sachen zu klären, das ist durchaus denkbar. Also wir haben noch relativ wenig Zeit, ja, Sitzungszeit meine ich, und dann müssen Sie Wahlkämpfen auf der Straße. Das, im Prinzip hat der Wahlkampf ja schon angefangen. Ja, merkt man ja auch in der politischen Debatte. Im Prinzip. Was bewegt Sie denn so am meisten und Ihre Wählerinnen und Wähler? Innere Sicherheit, ist das wirklich so ein Thema, wie es jetzt auch in den letzten Tagen hochgespielt wurde, gerade im Rückblick und im Hinblick? Rückblick ist vielleicht besser auf das Attentat am Breitscheidplatz. Ich denke, innere Sicherheit ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist in Neukölln immer ein Thema gewesen, gerade auch in Neukölln. Ich verweise auch nochmal auf die Geschichte mit dem U-Bahn-Treter. Das ist ja mitten bei uns im Bezirk gewesen. Also innere Sicherheit ist für die Menschen bei uns immer ein Thema gewesen. Aber jetzt gerade hier in Berlin, nach dem schrecklichen Attentat auf dem Breitscheidplatz, ist das ein Thema, mit dem Politik sich beschäftigen muss. Und wo es auch wichtig ist, dass die Menschen Vertrauen haben können, dass die Politik die richtigen Entscheidungen trifft. Ist denn eine richtige Entscheidung, mehr Videoüberwachung zu machen? Da geht jetzt wieder die Diskussion los, heute Morgen im Radio, überall. Einige aus der Berliner Politik sagen, das hilft alles nichts, das wollen wir nicht, das bringt nichts. Und andere sagen, ich weiß nicht, wie die SPD dazu steht, im Bund und in Berlin und für Sie persönlich. Deswegen frage ich Sie das. Ich sage Ihnen ganz klar, Videoüberwachung ist gut, mehr Personal ist besser. Und da muss man die richtige Balance finden. Es ist noch nie eine Kamera von der Wand heruntergeklettert, um eine Straftat zu verhindern, wenn ein Täter fest entschlossen war, zu tun, was er im Sinn hat. Da kann eine Kamera nicht helfen. Sie kann aber helfen, den Täter hinterher zu fangen. Und wenn sie geholfen hat, ihn zu fangen, dann kann er ja festgesetzt werden, dann kann er zumindest keine Wiederholungstaten begehen. Insofern ist das schon auch ein Beitrag zur inneren Sicherheit und auf jeden Fall ein Beitrag zur Aufklärung. Ich glaube, an gefährdeten Orten ist es richtig, die Videoüberwachung auszuweiten gegenüber dem, was wir im Moment haben. Und zum Beispiel in Bussen und Bahnen sie auch einfach zu modernisieren, wo wir zum Teil noch mit veralteter Technik arbeiten. Das halte ich schon für notwendig. Aber insgesamt brauchen wir vor allen Dingen auch wirklich jetzt mehr Personal, gerade bei der Polizei. Was ich ja gerade heute Morgen im Radio gehört habe, dass bei der BVG 46 oder 47 Millionen neu investiert werden soll in neue Kamerasysteme und dass die Gewalttaten in den Bussen und in den BVG-Institutionen um die Hälfte zurückgegangen sind, seitdem es Kameras gibt. Ja, also wie gesagt, es gibt da Effekte, die sind auch schon frühzeitig festgestellt worden. Es gibt alte Studien vom Anfang des Jahrhunderts, 2002, 2003 aus Großbritannien, die haben ja schon sehr viel früher damit angefangen. Die zeigen, dass bestimmte Straftaten reduziert werden, zum Beispiel eben im öffentlichen Nahverkehr oder auch sowas wie Autodiebstahl in Parkhäusern oder auf der Straße und solche Geschichten, überall da, wo Kameras installiert worden sind.
ein Gewaltverbrechen unter Alkoholeinfluss, wo jemand gar nicht mehr die Kontrolle über sich hat, wird eine Kamera niemals verhindern. Da ist es eben tatsächlich besser, da hat man beispielsweise Bahnsteigpersonal. Die Frage, die ich mir aber immer stelle, ist, gerade an dem Täter vom Breitscheidplatz, der ist von allen Kameras quasi in ganz Europa aufgenommen worden. Aber bis sie den identifiziert hatten, hat es wieder sehr lange gedauert. Was passiert denn da eigentlich, bis man sowas ausgewertet hat und man lest, der macht diese Straftat und dann dauert es 2 Tage, bis man sagt, der heißt XYZ. Ja, aber da ist der längst schon, wie in diesem Falle, von dem Amri in Mailand. Ja, ich meine, den Amri hat man auf Kameras am Breitscheidplatz, glaube ich, nicht drauf gehabt. Das kriegte man erst später raus. Und der entscheidende Hinweis war ja dieses Papier, das er in seinem Fahrzeug hatte liegen lassen, quasi seine Visitenkarte. Aber ich denke, was sehr spannend ist, ist natürlich der Umstand, dass man hinterher herausgefunden hat, dass der sich mit 14 verschiedenen Identitäten durch Deutschland bewegt hat. Und das ist natürlich eine Geschichte, die kann man tatsächlich durch moderne Technik auch einfach ausschließen. Weil das Bild hat nur eine Identität. Und wenn jede Behörde, bei der sich meldet, Zugriff auf eine Datenbank hat, wo seine biometrischen Daten festgehalten sind, dann besteht die Möglichkeit gar nicht. Und das ist wirklich eine Frage der modernen Technik. Wenn das so ist, ist das denn so? Ja, im Moment ist es nicht so. Ja, eben. Und warum ist das nicht so? Weil wir einfach viel zu lange diese Probleme nicht in dieser Schärfe gesehen haben. Und weil es jetzt wirklich Zeit wird, da auch den modernen Standard, der notwendig ist, um die Sicherheit zu gewährleisten, dass wir den auch in allen Behörden, die damit beauftragt sind, durchsetzen und einführen. Ich spüre eine gewisse Ungeduld bei Ihnen als SPD-Abgeordneter. Bei der SPD hatte ich früher aber immer das Gefühl, bloß nicht zu viel persönliche Überwachung. Andersrum. Also ich bin ja jemand, der durchaus der Meinung ist, und gerade als Neuköllner kann man auch, glaube ich, gar nicht einer anderen Meinung sein, dass Einwanderung etwas ist, was zu unserem Leben dazugehört. Aber Einwanderung funktioniert nur mit einem starken Staat, der in der Lage ist, seine eigenen Regeln durchzusetzen. Und dazu gehört beispielsweise die zweifelsfreie Feststellung der Identität von Leuten. Genau. Einwanderung heißt nicht, jeder kann kommen, wann er will und wohin er will. Und jeder kann machen, was er will. Ja? Das heißt es eben auch. Zu Hause lasse ich ja auch keinen rein, nur weil er gerade vor der Tür steht. Das ist der entscheidende Punkt. Und da müssen wir mit der Zeit gehen, da muss der Staat fit gemacht werden, dass er das auch leisten kann. So ein Zustand, wie das eine Bundeskanzlerin sich achselzuckend hinstellt und sagt, wir können halt unsere Grenzen nicht schützen, der ist inakzeptabel. Das akzeptieren die Leute nicht und da haben sie auch recht. Das hat sich ja schon geändert. Also inzwischen ist sie ja anderer Ansicht. Und die Zahlen für die CDU steigen, für die SPD noch nicht so sehr. Warten wir es mal ab. Wir sind bei 22 und die CDU inzwischen wieder bei 37. Ja, das oszilliert immer so ein bisschen, geht mal rauf und mal runter. Ich glaube, das kann man im Moment gelassen sehen. Wir brauchen vor allen Dingen ein klares Konzept, für das wir werben können. Wir brauchen gute Leute, mit denen wir werben können. Und dann ist mir für den Wahlkampf nicht bange. Ist denn auch schon Rot-Rot-Grün in Berlin ein Werbeprogramm für die neue Bundesregierung im Bund, Rot-Rot-Grün? Ich glaube, der Start von Rot-Rot-Grün ist vor allen Dingen... Merkel muss da schwer durchatmen. Ich glaube, der Start von Rot-Rot-Grün ist vor allen Dingen belastet worden durch die Debatte um den Staatssekretär Holm. Der hat auch die Aufmerksamkeit abgezogen von einigen Sachen, die schon in den ersten Wochen von Rot-Rot-Grün gut funktioniert haben. Also ich finde, es ist zum Beispiel eine echte Leistung gewesen, dass eine der ersten Maßnahmen der neuen Sozialsenatorin es war, dafür zu sorgen, dass Flüchtlinge aus Sporthallen rausgekommen und anderweitig untergebracht worden sind. Weitgehend untergegangen. Alle haben geschrien. War ein Riesenfortschritt. Turnhallen sind besetzt, plötzlich sind sie leer. Ja, sind immer noch 17, sind immer noch nicht leer, aber wir haben da schon große Fortschritte gemacht und diese 17, die werden wir auch noch leer bekommen im Laufe der nächsten Monate. Und deswegen, das ist ein echter Fortschritt gewesen, den dieser neue Senat durchgesetzt hat, ist aber, weil die Aufmerksamkeit auf dieser Holm-Debatte lag, gar nicht so richtig registriert worden. Wir haben auch schon einen deutlichen Effekt bei den Bürgerämtern erreicht, dass die Warteschlangen sich da deutlich verkürzt haben, die Wartezeiten sich verkürzt haben. Ist auch eine administrative Leistung, eine Verwaltungsleistung, das hatte sich der Senat auf die Fahne
angeschrieben. Das klingt läuft, fast so, ja, als wenn dieser neue Senat zaubern könnte. Ja, zaubern kann er nicht, aber er kann ein paar Schritte konsequent gehen, die er sich vorgenommen hat. Geld ist auch da, wie wir heute gelesen haben. 1 Milliarde Haushaltsüberschuss im Jahr 2016. Also der Senat kann loslegen, aber er sollte sich nicht verzetteln mit Debatten, die letztlich politisch nicht weiterführen. Als ich das heute Morgen gelesen habe, 1,2 Milliarden Überschuss, da habe ich gesagt, da könnten doch endlich die Schulen in Ordnung gebracht werden. Z.B. Punkt, genau. Ja, Z.B. Punkt zum Bleistift. Ja, dafür braucht man aber dann auch noch das Personal, das das machen kann. Zum Beispiel in den Bauämtern, die dann auch in der Lage sind, solche Bauvorhaben auf den Weg zu bringen und zu begleiten. Denn sonst nutzt das ganze Geld nicht, das verschimmelt dann auf irgendwelchen Regalen. Aber Sie sind zuversichtlich, dass das funktionieren wird bei Rot-Rot-Grün? Ich bin zumindest der Auffassung, dass dieser Senat diesen Auftrag hat und dass er den auch sehr ernst nehmen wird. Dann sind wir wieder bei meiner Ausgangsfrage. Ist denn Rot-Rot-Grün in Berlin dann ein Beispiel für Rot-Rot-Grün im Bund nach der Wahl im September? Ja, ich glaube, man kann die Verhältnisse nicht 1:1 übertragen. Ich musste feststellen, als ich in den Bundestag gekommen bin, dass die Linke vor allen Dingen auf der Bundesebene eine ganz andere Partei ist als hier in Berlin. Aber was ich meiner Partei nicht raten würde, ist, Rot-Rot-Grün von vornherein wieder auszuschließen. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen als SPD bereit sein, wenn die Wahlen gewesen sind, wenn wir wissen, wie die Mehrheiten stehen, mit allen demokratischen Kräften im Bundestag zu verhandeln und zu gucken, ob man dann ein vernünftiges Regierungsprogramm stricken kann. Wenn das mit den Linken geht, dann sollte man nicht von vornherein ausschließen, dass man das auch machen könnte. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Vorsichtige Aussage von Dr. Fritz Felgentreu, der am 21. Januar wieder zur Wahl steht als Bundestagskandidat der SPD für die Wahl im September. Und Rot-Rot-Grün könnte ja möglicherweise, wir werden das nach der Pause noch ein bisschen fortsetzen und dann über die Themen reden, die noch anstehen im Bundestag. Sitzungswoche beginnt wieder erst nächste Woche, aber diese Woche ist wieder Vorbereitungszeit und dieses Jahr ist ja ein Wahljahr. Da muss jeder Bundestagsabgeordnete, der wieder gewählt werden will, nochmal doppelt dran, sage ich mal. Bei mir Dr. Fritz Felgentreu. Wir sind auch nach der Pause noch da. Bleiben Sie dran. Bis gleich.